Bei der heutigen Was ist los-Folge zu Gast Irina Hansmann. Sie ist die amtierende baden-württembergische Bierkönigin oder die neue baden-württembergische Bierkönigin. Herzlich Hallo. willkommen bei Was ist los, Irina. Ja, erstmal, wie geht's dir? Alles klar? Alles klar, ja, mir Ja. geht's super. Wir haben gedacht, wenn die Bierkönigin kommt, dann muss man auch mal Bier trinken. Deswegen haben wir schon mal Natürlich. aufgemacht. Gibt eiskaltes Bier mitgebracht. Danke auf jeden Fall. Zum Wohl. Prost. Hast Papier dran? Ich habe Papier im Mund. Ja, die letzte badische Bierkönigin, die letzte baden-württembergische Bierkönigin, die kam auch aus Baden, aus der Nähe von Karlsruhe, wie du ja auch kommst, aus Ettlingen. Hat irgendwie die Karlsruher Region besondere Bieraffinität oder irgendwie, ja? Also ich glaube, wir haben uns beide gefreut, dass wir die Krone praktisch in Baden lassen können. Aber wir repräsentieren natürlich, also die Letizia vor mir und jetzt ich, ganz Baden-Württemberg. Und ich habe ja mit meiner Bierprinzessin, die aus dem Schwäbischen kommt, da einen total tollen Ausgleich bekommen. Also wir decken jetzt das ganze Bundesland ab. Eine aus Baden, eine aus dem Schwäbischen und zusammen repräsentieren wir Baden-Württemberg. Ich meine, wir kennen uns ja privat auch schon länger und du trinkst ja eigentlich schon immer gern Bier. Ja. Wo kam denn die Liebe dazu her zum Bier? Ich würde sagen, das kommt daher, dass ich im Fußballstadion groß geworden bin und da gibt es halt nur Bier zu trinken. Also ich kenne jetzt wenige Stadien, wo es dann eine Weinschorle oder sowas gibt und dann hat man halt automatisch immer das Bier mitgetrunken oder auch bei Auswärtsfahrten oder so. Und ja, so kam meine Bierliebe und die wurde halt immer mehr vertieft durch sämtliche Jobs, die ich nebenbei gemacht habe, auf Events, auf Stadtfesten, Veranstaltungen, dann viel auch für Brauereien. Und das wurde immer mehr und so ist es bei mir entstanden. Also ich trinke auch mal gerne einen Wein, ich trinke auch mal gerne einen Gin zum Beispiel, aber Bier ist mein Favorit unter allen Getränken. In Frankfurt gibt es ja Appleboy im Stadion. Das stimmt, ja. Ne? Habe ich mir jetzt gerade eingefallen. Ja. Ja, wie kamst du überhaupt auf die Idee, dich für das Amt der Bierkönigin zu bewerben? Oder dahin, ich meine, zum Wahlkampf und zur Wahl selber kommen wir noch, aber wie hast du dich da selbst angemeldet oder hast gedacht, okay, das probiere ich einfach mal oder wie ist die Idee dazu entstanden? Ich habe das über Social Media mitbekommen, dass es da eine Wahl gibt und dachte, hey, voll cool. Also für Weinkönigin bin ich inzwischen zu alt und ich komme ja auch nicht aus einem Weindorf. Also das ist ja was ganz anderes. Und Wein wäre jetzt auch, glaube ich, nicht das Thema, das ich so leidenschaftlich vertreten könnte wie jetzt Bier. Und dann habe ich die erste Wahl verfolgt, beziehungsweise auch die Anmeldung dazu und dachte, oh, eigentlich wäre das schon mein Ding. Und wusste aber bei der ersten Wahl, ich habe da nicht genug Zeit dafür. Und wenn ich was mache, dann mache ich das auch richtig mit Klar. 100% und nehme mir auch die Zeit. Und im ersten Jahr dachte ich, nee, das passt gerade nicht, ich habe noch zu viele andere Projekte. Und dachte, ja gut, wenn es jetzt die erste Bierkönigin gibt, wird es auch irgendwann die zweite geben. Und dann bewerbe ich mich einfach beim nächsten Mal. Und wusste dann genau, am 6.12.2019 kann man sich wieder bewerben. Da wird die neue Runde aufgemacht und habe dann gleich morgens um 8 meine Bewerbungsunterlagen Als abgeschickt. Als allererstes. allererste. Und da Genau. haben sie gesagt, haben sie gedacht, die Irina, die meint's ernst. Ich glaube schon. Also ich glaube, man hat auch in der Bewerbung gesehen, was ich eigentlich schon alles im Bereich Bier die vergangenen Jahre getan habe und wie ich da schon drin bin. Und ich glaube, das kam auch positiv an. Erzähl mal ein bisschen was von der Wahlkampfphase, wie das dann alles ablief. Ich meine, da war ja am Anfang auch noch ein größerer Pool ja von Ja. Damen, sage ich Ja. jetzt mal. Also wir waren 150 Bewerberinnen, die Echt so sich dann viel? in dieser Bewerbungsphase gemeldet haben. Und dann habe ich nach ein paar Wochen habe ich dann die E-Mail gekriegt, dass ich in der engeren Auswahl bin. Also es wurden 16 Frauen wurden dann in die engere Auswahl genommen. Und dann gab es ein Online-Voting. Das ging 4 Wochen. In der Ich Zeit, habe auch gewartet. sehr schön, danke. In der Zeit habe ich halt ganz arg Werbung gemacht. Ich habe sämtliche Netzwerke akquiriert. Ich bin viel in Vereinen auch unterwegs. Die ganzen Vereine haben mit abgestimmt. Also da habe ich mir eigentlich keine Sorgen gemacht, dass ich es durch die Voting-Phase schaffe. Und dann waren 8 Mädels noch im Finale. Und wir haben dann im Finale, wir hatten Aktionstage im Vorfeld. Wir durften uns alle einen Dirndl War aussuchen. da viel und gemeinsamer unterwegs, ne?
Corona-bedingt leider dann noch ein bisschen Ja, aber da war eine auch weniger. gemeinsame Sache, Ja, ne? genau. Aber wir hatten auch gemeinsam, um uns auch kennenzulernen, das war ganz toll. Und dann wäre das Finale eigentlich im Mai 2019, 2020 gewesen. Und dann wurde es Corona-bedingt leider verschoben, das erste Mal. Ja. Und dann das zweite Mal verschoben. Und jetzt hat es dann nach 1,5 Jahren hat es dann stattgefunden. Und wer hat denn genau entschieden, dass aus den 8, sage ich jetzt mal, du dann am Ende die Königin wirst? Der Brauerbund hat es entschieden. Es gibt einen baden-württembergischen Brauerbund. Da kann man als Brauerei Mitglied sein oder werden. Wir haben ungefähr 50 Mitglieder im Brauerbund und ungefähr 200 Braustätten in ganz Baden-Württemberg. Und der Brauerbund hat eine Jury gewählt, die dann uns auf der Bühne bewertet hat, sozusagen. Also wir mussten Aufgaben erfüllen, wir mussten Fragen beantworten und die Jury, das waren verschiedene, also es war jemand von der Brauzeitschrift, die Chefredakteurin, es war von Let's Dance ein Profitänzer dabei, es war vom SWR jemand dabei, also es waren verschiedene Leute in der Jury und die haben uns dann an diesem Abend bewertet und natürlich auch im Vorfeld, was wir alles schon über Social Media zum Beispiel gemacht haben. Was waren das so für Aufgabe, die er an dem Abend erledigen musste? Also eine Aufgabe war, dass wir uns vorstellen durften in 120 Sekunden und mussten dabei zwei Gegenstände mit einfließen lassen in die Vorstellung. Einer, der was mit Bier zu tun hat, einer, der was mit uns privat zu tun hat. Das war die erste Aufgabe. Und dann später war es eine Wissensfrage, eine Situationsfrage und wir durften ein Bier vorstellen. Also da standen Tüten, weiße Tüten und wir mussten eine aussuchen, eine Nummer und dieses Bier dann halt sensorisch beschreiben. Also wie sieht es aus? Wie riecht es? Wie schmeckt es? Und ein bisschen was zur Brauerei erzählen. Okay. Wenn du ein Bier wärst, was wärst du denn für eins? Ich wäre wahrscheinlich ein Kellerbier, naturtrübes Bier, weil ich sehr authentisch bin. Also bei mir ist nichts irgendwie rausgefiltert oder bei mir, ja, ich bin einfach echt und authentisch. Und das war auch bei der Wahl dann mit eins der Kriterien, warum ich wahrscheinlich gewählt wurde. Also so wurde es mir auch gesagt. Kellerkühl. Ja, also ich bin einfach ich und nicht verstellt und nicht irgendwie, ja. Okay. Warum bist genau du deiner Meinung nach die Richtige für dieses Amt? Ich bin die Richtige für dieses Amt, weil ich das total lebe, also mit voller Leidenschaft. Ich trinke wahnsinnig gern Bier. Ich habe total Lust, durch ganz Baden-Württemberg zu fahren und jede Brauerei zu besuchen. Alle kennenzulernen, die Menschen, die dahinter stecken, kennenzulernen, habe ich auch jetzt im letzten Jahr schon viel in dieser Wahlkampfphase. Und es macht so Spaß. Und die Bierwelt ist so vernetzt untereinander, dass jeder irgendwie jeden kennt und dann kommt man Richtig, ja. dahin und dann, ah ja, da war ich auch schon und den kennst und das macht so Spaß. Und ich war auch beim Finale, bin da in diesen Saal rein und es waren einfach so viele Menschen, die ich schon kannte, weil ich die schon in irgendeiner Brauerei mal gesehen habe. Das war richtig toll, das Gefühl, ja. Wie feiert man denn so einen Titel? Wie man den feiert. Ja. Ich habe tatsächlich am Abend der Wahl nur ein Bier getrunken, weil ich also am Anfang aufgeregt war natürlich. Dann dachte ich, wenn ich jetzt da zu viel Bier trinke und konnte nichts essen vor Aufregung, dann geht es vielleicht schief. Und dann habe ich am Schluss habe ich mir dann ein Bier bestellt und wir sind aber auch relativ zeitnah wieder heimgefahren. Es war ja alles unter Corona-Bedingungen, die Wahl. Wir mussten ja gucken, dass wir da alle Regelungen einhalten und ja. Gibt es irgendwie spezielle Aufgabe, die man jetzt als Bierkönigin oder mit dem Titel innehat, außer repräsentieren oder ja, Brauereibesuche oder einfach den Brauerbund sozusagen vertreten oder was genau ist jetzt? Genau, also repräsentieren, vertreten und wir wollen natürlich den Leuten zeigen, wie toll und wie vielseitig Bier ist. Also viele kennen ja zum Beispiel zu einem Essen trinken so einen guten Wein und dann gibt es eine Weinempfehlung dazu oder so. Und das Gleiche kann man halt auch mit Bier machen. Also man kann dann sagen, ich habe jetzt ein helles und ich bin in der Wirtschaft und esse einen Salat oder einen Lachs oder so, was Leichtes. Und welches Bier passt denn da gut dazu? Also ein helles wird da zum Beispiel gut dazu passen, also auch ein leichtes Bier. Und so kann man einfach spielen, auch mit Bieren zum Essen. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, warum Bier eigentlich oftmals noch zu unterschätzt wird. Und das ist so mein Okay. Ding, dass ich einfach den Leuten sagen will, hey, guck mal, wie toll das eigentlich ist, was man damit alles machen kann. Bier besteht aus vier Zutaten. Ein Wein besteht aus einer Zutat. Ja. Also Wein ist auch gut. Ich will den jetzt gar nicht schlecht reden, aber Bier hat einfach so viel mehr Möglichkeiten nochmal,
mit den Zutaten zu spielen und da verschiedene Aromen und Geschmäcker rauszukriegen. Du hast dann auch dein Ziel als Königin, einfach mal deine Leute auch zu präsentieren. Das kann Bier alles sein oder ja, und Ja. natürlich auch die Brauerei zu besuchen. Ne? Und die Leute auch mehr zum Bier bringen. Also Freundinnen zum Beispiel, die sonst gar nicht so Bier getrunken haben. Oder in meine Familie trinkt keiner Alkohol. Also wenn wir Familienfeiern oder sowas haben, dann steht da kein Schnaps und kein Wein und kein Bier auf dem Tisch, sondern Cola, Fanta und Wasser. Also das ist sehr ungewöhnlich. Und mein Papa war dann so neugierig darauf. Also ich habe ja viele Biere auch im Vorfeld probiert, zugeschickt bekommen und so weiter. Und hat immer gemeint, ha, bring mal was mit, wir probieren das mal. Und inzwischen ist er da auch, dass er sich da einfach dafür interessiert, was hast du denn wieder und können wir das mal zusammen probieren. Was ist für dich das Besondere am Bier? Dass man vielleicht aus den wenigen Zutaten so viel rausholen kann? Ja. Also früher war ich auch so, dass ich halt einen Pilz bestellt habe oder einen Weizen bestellt habe und habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Und jetzt habe ich ja auch die Biersommelier-Ausbildung inzwischen. Und das ist einfach Wahnsinn. Also wenn man die Biere wirklich verkostet, also nicht nur eine Flasche, mache ich auch gern, dass ich auch mal einfach nur eine Flasche trinke oder irgendwo mir ein Bier im Biergarten bestelle. Aber wenn man die tatsächlich verkostet und da die Verschiedenheiten rausschmeckt, das ist total spannend. Das macht richtig Spaß. Wie viel Halbe kannst du trinken? Das kann ich hier nicht sagen. Das schneiden wir dann raus, die Frage bitte. Also einige, aber. Das kann man so drin lassen. Du hast ja jetzt nichts gesagt. Ich radler für dich Alkohol. Ich trinke auch mal gerne einen Radler, ja. Ich finde, das hat seine Daseinsberechtigung. Es gibt auch viele, die sich jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich an ein Bier trauen und erst mal mit einem Radler anfangen. Wird auch in der Brauerei hergestellt und ist Bier drin. Also hat natürlich weniger Alkohol, aber für mich gehört es mit zur Palette dazu. Okay. Wie viel Brauerei gibt es eigentlich in Baden-Württemberg? Ich meine, es gibt ja sehr, sehr viele kleine oder so Hausbrauereien. Und wie viel hast du generell jetzt schon bisher besucht? Vor der Wahl oder insgesamt? Und ja, wie viel Bier du getrunken hast? Unterschiedliche. Ja. Also es gibt ja eine App, in der man das registrieren oder aufzeichnen kann, welches Bier man getrunken hat und auch vermerken kann, wie es einem geschmeckt hat und so weiter. Das habe ich mal angefangen. Ich habe es dann aber irgendwann aufgegeben, weil es mir zu viel Aufwand war. Ich bin immer der Fan von ganz vielen verschiedenen Biere zu probieren. Also ich kaufe mir jetzt zum Beispiel keinen Kasten von einer Sorte. Ich versuche immer, auch wenn ich im Urlaub bin, Einzelflaschen zu kaufen. Und es gibt in Baden-Württemberg um die 200 Braustätten. Und ich habe bestimmt schon, also von den Mitgliedsbrauereien habe ich schon die Hälfte besucht. Und insgesamt sind es vielleicht 40 oder so, die ich besucht habe, würde ich sagen. Ja, da ist schon einiges vor, aber. Ja. Also bei mir ist auch so, wenn ich im Urlaub bin, außerhalb von Baden-Württemberg, dann gucke ich auch immer, welche Brauerei gibt es da gerade und besuche die auch noch, weil ich das einfach spannend finde. Cool. Du hast ja auch einen Blog oder bei Instagram, Irina mag Bier. Erzähl mal ein bisschen, was da so passiert oder was ist Ja. da. Gibt ja auch ein bisschen Merchandise. Ja, erzähl Ja. mal, was da so geht, was da geplant ist. Du hast ja auch von deiner Sommelier-Ausbildung erzählt. Also Irina mag Bier ist in dieser Zeit des Wahlkampfs entstanden, weil ich einfach ein öffentliches Profil haben wollte, auf dem ich nicht zu viel Privates mache. Also auf meinem öffentlichen Profil wird man zum Beispiel nicht meine Nichten sehen, wie sie auf dem Spielplatz sind oder so. Deswegen ist dieser Account extra entstanden. Und der hat sich so entwickelt, dass dann total guter Austausch ist, also zwischen anderen Bierbloggern und anderen Bierfluencern nennen wir das Bierfluencer. inzwischen. Genau. Ich habe auch tatsächlich dann im echten Leben schon einige davon getroffen. Das ist ganz cool. Das sind auch echt Freundschaften entstanden. Und auf Irina mag Bier habe ich einfach gepostet, welche Biere ich trinke, habe Brauereien vorgestellt, habe die Besuche der Brauereien gepostet. Wo ich gerade war, was die Besonderheiten von der Brauerei sind, weil eigentlich macht jede Brauerei ja das Gleiche, also jede braut Bier, aber es gibt bei jeder Brauerei eine Besonderheit. Also die einen, die haben vielleicht noch eine ganz coole Anlage, die anderen haben irgendwie im Marketingbereich was Cooles oder geschichtlich einen Hintergrund und das ist total spannend und das schreibe ich auf Instagram einfach immer mit dazu, was es Besonderes in dieser Brauerei gibt. Stell Biere, Brauereien vor.
Ja, habe jetzt auch einen Shirt-Shop. Also es gibt jetzt auch Bier-Shirts von Irina Mag Bier mit ganz kleinen Bier-Statements. Also jetzt nicht diese Malle-Shirts mit XXL Bier drauf, was man vielleicht so kennt, das wo man eigentlich nur auf Partys anziehen kann oder dann danach zum Schlafen oder so daheim, Ja. sondern wirklich Statements, die man auch im Alltag tragen kann, die unauffällig sind, aber trotzdem zeigen, dass man Bier mag. Okay. Auf jeden Fall eine echt coole Sache. Ja, erzähl noch mal ein bisschen was zu dem Sommelier-Lehrgang, den du gemacht hast. Wie läuft sowas ab und ja, wie kriegt man sowas beigebracht? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe diesen ersten Teil vom Sommelier habe ich online gemacht während des Lockdowns, weil ich saß halt viel daheim und dachte, irgendwas Sinnvolles muss ich jetzt tun. Und Radler ist süß. ja, dann hast Und du den zitronig. süßen. Irgendwas muss ich tun, meine Zeit sinnvoll nutzen. Und dann gab es dieses Online-Angebot. Also ich war vorher schon zu einem Kurs angemeldet, der war als Präsenzkurs, der hat halt leider nicht stattgefunden. Und dann saß ich zu Hause und habe meine Module gemacht. Da geht es um die Geschichte vom Bier, um verschiedene Bierstile. Wie verkoste ich ein Bier richtig? Wie schmecke ich die Aromen raus? Was für Aromen gibt es? Wie beschreibe ich ein Bier? Ja, einfach verschiedene Module und das lernt man in der Zeit. Und am Ende verkostet man dann natürlich als Hausaufgabe auch viele Biere, muss das genau aufschreiben, was man da rausschmeckt und wie sieht das Bier aus. Hat auch eine Prüfung oder hat nach jedem Modul auch Prüfungen und hat auch noch eine mündliche Prüfung. Und wenn man das alles bestanden hat, dann ist man Biersommelier. Wie sieht die mündliche Prüfung aus? Muss man da viel Bier trinken dann, oder? Ich durfte mir ein Bier aussuchen, das ich beschreiben möchte, habe dann hier eins aus Karlsruhe genommen, das ich gut kennen, beziehungsweise auch die Brauerei, die dahinter steckt, sehr gut kennen und habe dann dieses Bier vor einer Jury oder vor Prüfern, habe ich dieses Bier dann verkostet und ganz viel dazu erzählt und die waren begeistert und dann war alles gut. Also, Okay. Steht die Bierkönigin auf Männer mit Bierbäuche? ja, schon eigentlich. Also auf was ich auf jeden Fall stehe, sind Männer, die gerne Bier trinken, also Männer, die mit Bier nichts anfangen können und vielleicht nur eine Sorte kennen, Krombacher oder was auch immer, mit denen kann ich nichts anfangen. Also muss schon ein bisschen Interesse da sein, weil ich habe unglaublich viel Bier zu Hause und ich würde mich freuen, wenn das mal jemand mit mir auch verkostet. Ja. Hättest du mal Lust irgendwie auf einen, ja, ich würde jetzt nicht sagen Wetttrinker, aber mit, es gibt ja Weinkönigin, Ginkönig, der auch schon bei uns war, hättest du da mal Lust irgendwie? Ja, also ich denke, dass, also ich habe auch von dem Gin-König schon gehört und Weinkönigin finde ich auch interessant. Ich glaube, jeder von uns vertritt so seine Leidenschaft für sein Getränk und ich glaube, das wäre mal ganz spannend, wenn man das mal ein bisschen durchmischt und da eine coole Aktion draus macht. Ja. Also das Amt der Bierkönigin ist jetzt auf jeden Fall beschränkt oder weiß man denn schon, wann es die nächste Wahl geben wird? Also ich bin jetzt bis Ende 2022 im Amt und dann wird es die nächste Wahl geben. Also ich denke, dass es so im November, Dezember nächstes Jahr dann wieder losgeht mit Bewerbungsphase und dann wird es 2023 die dritte Bierkönigin von Baden-Württemberg dann Der dritte geben. dann. Ja. Vielleicht gibt es dann auch mal eine aus Württemberg, ne? Vielleicht, ja. Ja. Man weiß es nicht. Ja, du bist sehr viel auch in Vereine aktiv. Erzähl mal da ein bisschen was dazu, gerade was du hobbymäßig neben, ich sage jetzt mal, deiner Arbeit und auch deinem Repräsentativen als Bierkönigin machst. Da bist du ja wirklich sehr, sehr aktiv. Dich sieht man so gefühlt fast überall. Ja. Also ich glaube, so der Hauptverein, bei dem ich eigentlich schon seit meiner Kindheit bin, ist ein Faschingsverein, ein Karnevalsverein. Da habe ich als kleines Mädchen angefangen, habe Garde getanzt, auch Turnier getanzt, bin dann irgendwann zu den Maskenträgern gewechselt und bin jetzt komplett für Gastro zuständig bei uns. Also bin auch in der Verwaltung jetzt. Das ist so der Verein, wo ich schon am längsten bin. Da habe ich auch inzwischen den Goldenen Löwen bekommen, weil ich einfach schon über 22 Jahre aktiv dabei bin. Und der zweite, wenn man es so Verein nennen kann, ich würde es eher Ehrenamt nennen, ist, ich bin bei den Wirtschaftsjunioren in Karlsruhe aktiv, darf da jetzt auch gerade Teil des Vorstands sein. Da ist das Prinzip One Year to Lead, also das wechselt regelmäßig. Und da leite ich den Arbeitskreis Marketing ab Oktober dann für ein Jahr.
Das sind so die Haupt-Ehrenämter und alles, wo ich sonst bin, sind meine Nebenjobs. Also mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, hinter die Kulissen zu schauen, zu lernen, wie funktioniert was. Also aktuell war ich sogar schon an einer Corona-Teststation und habe da gearbeitet. Ich bin aber auch an sämtlichen Bierständen und irgendwelche Stadtfeste in Karlsruhe. Das macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Also Mit den ja, Leuten einfach. genau, unter Menschen zu sein. Ich muss gar nicht immer dahin und einfach nur da stehen und ein Bier trinken, sondern mir macht es einfach Spaß, hinter der Theke zu stehen und mit allen irgendwie mal ins Gespräch zu kommen, neue Leute kennenzulernen, Netzwerken, macht mir unglaublich viel Spaß. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so ein großes Netzwerk. Und ja, also hat angefangen damals in der Ausbildung, um mir was dazu zu verdienen, und inzwischen mache ich es aus Spaß, also aus Freude. Ja. Ja, du hast ja schon angesprochen mit der Wirtschaftsjuniore. Erzähl mal da ein bisschen noch was dazu. Ich finde das auch eine ganz spannende Geschichte, wo du da mit dabei bist. Die Wirtschaftsjunioren sind ein junges Netzwerk aus Führungskräften und Unternehmern. Gibt es in eigentlich jeder größeren Stadt. Es gibt verschiedene Kreise. Ich bin im Kreis Karlsruhe tätig und man trifft sich dort, man macht ganz coole Projekte, man tauscht sich aus. Wenn einer sagt, hey, wie habt ihr das denn gemacht? Wie habt ihr dieses Problem gelöst? Oder man vernetzt sich und sagt, hey, ich brauche jetzt mal jemanden, der mir irgendwie eine neue Werbekampagne macht oder so. Hab jemanden im Kreis, kann den kurz anrufen oder sonstige Dinge. Also es sind sämtliche Branchen vertreten unter den Wirtschaftsjunioren. Bis 40 Jahre darf man mitmachen. Okay. Dann wird man in den Freundeskreis. Abgeschoben. Genau. Aber wir machen einfach coole Projekte, wir haben coole Arbeitskreise, wir sind total vernetzt untereinander, wir machen aber auch mal Events, Ausflüge, Konferenzen, also schon richtig, wenn man möchte, kann man eigentlich jeden Tag an irgendwas teilnehmen, an einem Vortrag oder an einer Sitzung. Ja. Auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte. Du bist selber auch ein sehr, sehr großer Sportfan. Bist beim KSC mit dabei, beim Football, wo noch überall und was macht dir am meisten Spaß? Oder ja. Also mit dem KSC hat alles angefangen damals. Da war ich 12, da hat mich meine beste Freundin mit ins Stadion genommen, weil meine Familie auch keine Fußballfans sind. Da bin ich mit meiner besten Freundin damals ins Stadion. Da bin ich seitdem dabei und habe eine Dauerkarte. Ich bin im Fanclub von den Ringern vom SV Germania Weingarten. Also Ringen ist auch eine Sportart, die ich total spannend finde. Basketball, Handball, Rhein-Neckar-Löwen, Football, die Badener Greifs, also eigentlich so fast alle sportlichen Veranstaltungen in der Region Welcher bin ich Sport dabei. magst du nicht? Den mag ich nicht. Also mit Tennis kann ich nicht viel anfangen irgendwie. Also da bin ich noch nie so wirklich. Da schlafst du ein. Ich habe es, glaube ich, noch nie so wirklich angeguckt. Also Tennis habe ich noch keinen Bezug dazu. Ja, sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein. Kannst du schneller Bier, 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 Bier sagen wie die Verkäufer beim KSC? Nee, ich glaube, das schaffe ich nicht. Die sind ja da so drin in ihrem Thema. Ja, das schaffe ich nicht schneller. Nicht. Hast du schon ausprobiert? Nee. Da müssten wir aber jemand hier haben, mit Der dem ich mich. mit uns duelliert, ne? Ja, Das genau. können wir eigentlich auch mal machen, ne? Du reist Coole aus. Frage. Bier, 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 Bier. So, davon träume ich nachts manchmal. Du reist auch sehr gerne. Erzähl mal, wo du schon überall warst oder wo geht's denn als nächstes hin? Ich bin einfach unglaublich gern unterwegs. Also ich bin eigentlich mindestens einmal im Monat weg irgendwo und wenn es nur übers Wochenende ist. Fernreisen war, glaube ich, die schönste, die ich hatte, Mexiko. Da war ich dreimal hintereinander. Da bin ich dann mit dem 6-Kilo-Rucksack dahin und bin da einfach 2 Wochen durch Mexiko gereist. Das ist super schön da. Aber ich bin auch ein Fan, einfach mal schnell in die Ostsee zu fahren oder an die Nordsee oder am Bodensee. Es muss auf jeden Fall immer irgendwie Wasser dabei sein. Also das zieht mich total an, wenn da irgendwo ein See oder ein Meer ist. Dieses Jahr, Corona-bedingt, war es natürlich etwas schwierig. Und ich bin dann im Mai nach Tettnang eine Woche und Hast Hopfen geerntet. hab Hopfen angewiesen. Ja, den ernt man erst im August. Okay. Und im Mai. Da ist eine Freundschaft entstanden mit der amtierenden Tettnanger Hopfenkönigin. Das war schon im letzten Jahr. Und dann habe ich gesagt, wie sieht's aus? Braucht ihr Hilfe? Ich habe Urlaub, ich kann eh nicht verreisen, das hat alles zu. Ich komme vorbei. Und ich habe dort inzwischen mein eigenes Zimmer auf dem Bauernhof. Ich kann jederzeit da hinkommen, auch wenn ich mal einfach nur eine Auszeit brauche.
kann ich vorbeischauen. Und dann habe ich da eine Woche auf dem Feld mitgeholfen, bin dann von morgens um 8 bis abends um 8 mit draußen gewesen und habe dann den Hopfen angewiesen. Ja. Schön. Ja. Was steht als nächstes an? Als nächstes werde ich einen Ausflug nach Bayern machen. Da bin ich eingeladen beim Hopfenforschungszentrum in Hüll. Die machen einen Hopfenforschungstag, wo verschiedene neue Hopfensorten vorgestellt werden. Man probiert Probesude und sowas aus. Und meine beste Freundin wohnt in München und dann werde ich das verbinden, indem ich dann einfach noch ein Wochenende nach München fahre und Da gibt es danach, auch gutes Bier. ja, und danach fahre ich dann noch 2, 3 Tage an Starnberger See. Das ist mein nächstes Programm. So. Zum Thema Hopfe, die haben ja auch irgendwie immer alle besondere Namen. Gibt es da irgendwie auch einen Namen, der besonders lustig klingt? Fällt mir jetzt gerade spontan keiner ein. Muss ja auch nicht. Also, nee. Welche Frage, die ich immer jedem Gast stelle, der bei uns ist am Ende: Was ist für dich Heimat? Heimat ist für mich, das sagen wahrscheinlich viele, Freunde, Familie, weil ich einfach so viel unterwegs bin und ich mich immer freue, wenn ich wieder zurückkomme und hier ist meine Basis, hier ist meine Heimat, meine Wohnung, ich habe hier alle wichtigen Menschen um mich rum. Ich könnte hier, glaube ich, auch nie wegziehen aus Karlsruhe, aus der Region. Würde ich mich wahrscheinlich, also ich bin gerne unterwegs, aber ich komme immer wieder gerne dann zurück in meine Heimat. Trotz dass du so viel unterwegs bist. Ja. Schön, das war wirklich sehr interessant. Ich habe einiges Interessantes erfahren, das ich noch nicht wusste. Danke, dass du Ja. bei uns bei Was ist los zu Gast warst. Wir wünschen dir auf jeden Fall alle noch eine tolle Zeit als amtierende baden-württembergische Bierkönigin. Ja. Dankeschön. Schön, dass du mich eingeladen hast. Mach weiter so. Das war Irina Hansmann aus Ettlingen, die amtierende baden-württembergische Bierkönigin. Und wir stoßen jetzt nochmal an. Prost. Prost.